So, herzlich willkommen zurück zu meinem Duke Nukem 3D Let's Play. Lang war es her, wo es ein letztes Video gab. Das liegt aber daran, dass ich jetzt neue Hardware habe. Ein i7-3770K und so weiter. Und ja, der läuft jetzt schon mal auf 4,2 GHz. Oh, ich habe jetzt einen kurzen Prime von, als ich das gemacht habe, der stabil läuft und so damit. Sollte aber eigentlich, habe ich auch einen guten Noctua NHD 14 drin. Aber ja, ich hoffe mal, dass er dennoch auch trotzdem jetzt das Spiel auf Dauer verkraftet. Denn so lange habe ich es noch nicht getestet, aber wir werden es ja merken. Temperaturen sind auf jeden Fall vollkommen im Rahmen, aber man weiß ja nie mit der Volt etc. pp. Ja, ich werde noch versuchen, ihn auf 4,5 zu geben. Im Moment stellt er sich noch ein bisschen quer. Ich denke mal, ich habe zu wenig Volt drin, aber ich muss natürlich auch ein bisschen auf die Temperaturen achten. Gut, aber was bedeutet das jetzt für euch? Naja, ich kann... ja, also meine FPS-Rate ist trotz der Aufnahme gerade laut DxTory auf 1200 stehen. So gut, ich bin jetzt auf dem Menü. Aber das bedeutet natürlich auch für dem Spiel einen großen Boost. Und ja, mit der CPU sollte das jetzt aufhören rumzuruckeln. Ich hoffe es doch mal. Ne? Wollen wir mal schauen, ob ein i7-3770K at 4,2 GHz ausreichend ist. Für Duke Nukem 3D. Wollen wir mal schauen, ob der ausreicht. So. Für Duke, ne? Okay, wir sind jetzt im Secret Level. Das zweite Secret Level. Und ja, dann wollen wir mal rein. Das zweite Secret Level von Episode 3, Level 11, namens Freeway. Nicht unbedingt mein Lieblingslevel. Okay, rein geht's. Ja, wir wollen da wirklich rein. Stell dir das vor. Oh. Gleich wieder Kraken am Start. Oh. Wasted, yo. Oh, das ist schon wieder so ein... Ah, du Schlecke. Ja, wir wollten dir hier ein bisschen aufwarnen, ne? Gut, ich speichere das mal extra. Und die FPS-Rate, die lässt mir gerade so einen gewissen E-Penis wachsen hier. ihr könnt es ja nicht sehen, ne? Aber wie wäre es mit 800? Du Scheiße. Ach doch, ihr könnt es ja doch sehen. Duke hat ja ganz klein oben rechts hier die FPS-Rate drin. Ja, da seht ihr das mal. Ja, also... Der PC ist besser. Ich glaube, da sind wir uns einig. Der kommt mit. Der ist also Duke ready. Der PC ist Duke ready. was willst du jetzt? Da muss eine Pipe rein. Nein, da muss eine Shotgun rein, wie es scheint. Da muss definitiv eine Shotgun rein. Wegen Einhöf jetzt eine Dings mitnehmen. Na klar, das ist sinnvoll, das machen wir. Oh. Ich habe gerade den Speicherknopf verwechselt. Bei diesen drei ist Speichern F9. Bei dem Spiel ist es Laden. Ein bisschen ungünstig. Naja, wir waren ja noch nicht so viel weiter. So, hier. Dafür hast du jetzt mal ein paar Ärsche getreten, Duke. Na gut. Ja, also bisher scheint die CPU aber damit zurechtzukommen, dass ich sie auf 4,2 laufen lasse. Eigentlich sollte das überhaupt gar kein Thema sein, aber ich habe irgendwie eine CPU erwischt, die sich anscheinend nicht so doll übertakten lässt. Was hat mich denn da jetzt zerquetscht? Schöner Bug. Also, ich habe was ganz Schlimmes gemacht. Ich war an dem Gitter. Das gefährliche Gitter. Es zerquetscht dich. Du solltest es nicht... Du solltest dich bloß von diesem Gitter fernhalten. Es könnte böse Folgen haben, weil das ist ganz gefährlich und scharf und stachelig. Dieses Gitter solltet ihr besser nicht
begutachten. Na gut, dann lassen wir das. Muss das irgendwie so regeln. Ja. Ha! Hab ich dich. Also die FPS ruht. Wow. Ja, wir können jetzt endlich flüssig Duke spielen. Ach, ist das herrlich. Denn das hat mir... Ach du Scheiße, das ist aber was anderes. Denn das hatte mir vorher nicht so gut gefallen, dass das vorher so... so rumguckelt hat. Sind wir doch mal ehrlich, ne? Ach, verdammt. Na gut. Gut, dann muss ich mich mal wohl da rausfangen. Jo, bewegen wir uns, bewegen wir uns, bewegen wir uns. So. Ach, verdammt. Nimm doch mal die richtige Waffe. So. So, alles muss alles weg hier. Auweia, das tut doch weh, Mensch. Ja, das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich das Level nicht so mag, weil man hier mitten reingeworfen wird. Oh. Ha, Freundchens, da seid ihr gefangen jetzt. Ah, ich auch. Jo. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Verdammt, ich hab da keine Chance. So, speichern. So. Da ist er. Wird wahrscheinlich leichter fallen, wenn wir... wo ist sie denn? Da. Dann sehen wir sie wenigstens mal. So. Gut, speichern. Na gut. Aua! Das war eine Drohne, die mir nicht so ganz zugesagt hat. Ach, die... Blah. Ich spiele der letzte Idiot, wa? Ja genau, nimm gleich das Ding mit. So mag ich das. Ah. Ach, da oben ist noch einer. Einer ist gut. Und da oben noch. So, los. Who wants some? Na, meine Gegner natürlich. So. Gut, das speichern wir mal hier. Und der Rechner läuft stabil wie eine 1. Hehe. Da sind wir dann wohl einig, ne? Und so schnell. Ach, herrlich. Endlich kann man die Kugel frei genießen. Sogar wenn die zerfetzen, ist das nicht hübsch? Finde ich auch, dass das hübsch ist. So, hier haben wir ein Secret. Ah, ah, ah. Aua! Oh Gott. Da muss ich... Nein, ich will nicht wissen, dass ich gut aussehe. Ich will pissen. Denn wenn ich unter 50 Health bin, bringt mir Pissen 10 Health, ne? Und einmal so sch... Bis? 5? Oh, jetzt haben sie wohl... bisschen gen... Ach, dann ist das so geregelt jetzt. Weil vorher war das immer so, dass es plus 1 Health einbringt. Und jetzt scheint das wohl so zu sein... dass es plus 5 bringt, aber eben mal nicht auf 100% Health hochkommt, sondern nur noch auf 50 maximal. Ja gut, von mir aus auch so. Gut, da war ein Frühsrohr, den ich aber nicht brauche. So, aber hier, dass wir nicht zu tief fallen. So, hier ist noch Munition drin, soweit ich weiß. Genau, eine Shotgun. Speichern. So, Jo, die nehme ich gerne mit. Was haben wir da noch drin? Jawoll! Sehr gerne gesehen, sowas. Ich sehe aber wirklich nicht viele. Es ist irgendwie sehr arg dunkel.
Oh, da sind die Gegner, liest wieder. Oh, ich bin ja mal gespannt, wie schnell ich mit dem Rechner dann nachher encodieren kann. Das war ja schon bei diesen 3 Zoll, wie schnell das ging. Aber da lief ja noch nicht auf 4,2 GHz, sondern auf Originaltakt noch. Und? Nein, tatest du nicht, da leben noch welche, Duke. Das sollst du doch eigentlich immer erst dann sagen, wenn du alle hinter dir hast, aber da leben doch noch welche. Was? Ach, da oben. Ja, so kann man auch schon viel besser zielen, ne? Also mal ganz ehrlich. Also zum Spielen ist es auch wesentlich optimaler, wenn das flüssig läuft, als wenn man hier so so einen Geruckel ja tragen muss. Ganz ehrlich, so kann ich, so, also ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ich in Zukunft besser ziele in dem Spiel, wenn das jetzt mit anständiger Framerate läuft und nicht so beschissen. So, da hinten ist ein Dings. So. Okay. Ja, und wegen dem Codieren, bin ich gespannt, allein, A, weil das Spiel dermaßen komplex für ein Codieren ist, und B, ja, hier muss ich nicht so viele Filter anwenden wie bei Decent. Hab ich noch erwischt? Ja, siehst du, da klappt das auch mit dem Zielen, ne? Zack, mir hier so ein Ding. So. Oh Gott, ja, es ging hier raus. Stimmt, ja. Will ich auch noch haben. Speichern. Aber ich glaube, da draußen ist ein scheiß Battlelord mal wieder. Ich habe nicht so gute Waffen für. Ich glaube, ich nehme. Ja, da hinten. So. Das Zielen geht wirklich besser. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Oha! Da hast du aber zugeschlagen, ne, Battlelord? Oh, hier ist eine Drohne. Könnt ihr die mal sterben? Dankeschön. Bam. Oh, das Zielen, das geht so schön jetzt. Nicht so bescheuert wie vorhin. Mensch, ernsthaft. Also, wie sonst immer, meine ich. Ah, ich soll mal sterben. Ich kann doch gar nicht so viel haben, verdammte Kacke. Na also, jetzt ist er hin. Okay, speichern. Ey. Hier, nimm eine Pipebomb. Oh, tolle Pipebomb. Oh. Mal kurz weg hier. Bam. Oh, speichern. Was, der lebt noch? Was ist das für ein Unsinn? So. Ah, Mann, geht das geil jetzt, ne? Shit. Der hat jetzt aber gesessen, Freundchen. Und ich noch. Ich hab das. So, hab ich durch. Bring it on. Hier. Oh, die Raketen sind wenig. Mensch, ich hab doch gleich einen Endgegner zu besiegen. Soll ich denn dann mit so wenig Raketen hier schrumpfen? Wir haben noch so viel davon. Sollten wir das auch mal einsetzen? Denn das werde ich für den Endgegner sicherlich nicht brauchen. Obwohl die Endgegner easy sind bei dem Spiel. Das muss man einfach mal so sagen. Jo, Polizei. Ah! Scheiße. Das waren ein paar mehr.
Ich hab's geahnt. Nee, das muss ich anders machen. Ich hab nur so kleine Waffenproblemchen. So, jetzt flüss ich mich davon. Oh Gott. Mein Gott, wir sind denn da? Ja, Coin Indie. So. Problem gelöst. So. Oh Gott, ich hab die Secrets gar nicht mehr im Kopf. Vor Schreck. Ich hoffe mal nicht. Oh Gott, hoffentlich finde ich die alle bei dem Level. Bei dem habe ich die gar nicht mehr so im Kopf, ganz ehrlich, ne? Also so gar nicht. Also, ich bin jetzt gerade nicht so sicher, ob ich die jetzt alle finde, sagen wir es mal so. Ja. Naja, gut. Mich gar nicht mehr, ob ich die jetzt alle im Kopf hatte. Können wir schon kurz. War hier auch noch was? Ah ja. Da war noch was. Hab ich also richtig in Erinnerung. Mann, ich kann ganz anders zielen, ganz ehrlich, wirklich. Ich merke das richtig. Das ist wesentlich angenehmer jetzt zu spielen. Aber vielleicht merkt ihr es auch schon ein bisschen, wie ich jetzt hier gerade spiele, ne? Dass ich hier wesentlich besser klarkomme. Mein Gott, alleine für dieses Spiel war der PC ja wohl sowas von mal Gold wert. Seht euch das an, wie gut das jetzt läuft, ne? Nicht so bescheuert, ne? Auch für alles brauche ich eine Sprengung, ne? So. Ich habe doch nicht so viel Sprengstoff. Ach, krach, jetzt bin ich hier wieder. Ach so, ja. Hätte ich mir auch schenken können. So, ich hoffe, ich finde alle. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal da hinten hin. Und da weiß ich, dass da auch ein Secret ist. Da ist nämlich hier unten so ein Loch. So, das Loch müssen wir rein. Haben wir Jetpack zufällig oder kommen wir da so rein? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Jetpack, haben wir Jetpack? Wie komme ich das nochmal durch? Achso, ja, wir haben Jetpack. Gut. Aber es sind, glaube ich, auch Viecher drin. Das meinte ich. So. Aber das war noch nicht mein Secret. Aber hier ist Health drin. Also ein Helikopterpflaster halt, ne? Sowas halt. Ja, es war nur eine Falle. So. Dann hier. Wie? Was wollt ihr denn? Ihr könnt da mal schon mal den Schalter ausmachen. Das war nur ein Lichtschalter. Ne, einen Lichtschalter wollte ich jetzt nicht haben. Ich wollte eigentlich das Laufband ausmachen. Ja, genau. Dann nervt das mich. Oh, was ist das denn schon wieder? Du darfst gerne hervorkommen. Du darfst. Ja, schön, dass du dich. Nein! Oh! Rechtzeitig das Jetpack angeschmissen. Nein, es kann doch nicht wahr sein. Lass mich doch da einfach dahin. Völlig da. Warum noch runter hier? Ich glaube es ja nicht. So. Jetzt sind wir hier. Ja, wir sind hier. Hier brauchen wir eine Pipebomb. Was habe ich denn jetzt wieder getan? Manchmal bin ich überfordert. Ich verstehe nicht, von was ich hier sterbe. So. Aber egal. So, gut, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ach, da unten ist schon wieder so ein Battlelord. Gut, da ist ein Ei drin. Ja, nicht nur eins. So, jetzt ist da kein Ei mehr drin. Doch, da ist doch noch ein Ei drin. Gut. Okay. So. Ja, das sind Battlelords. Ich glaube, das sind mehrere. Jo, das sind in der Tat mehrere. Wie gehe ich denn jetzt mit den Dingern um? Hier ging es nicht weiter, ne? Ich glaube nicht. Die sind jetzt ein bisschen unpraktisch. Was mache ich denn jetzt mit euch? Lass mal hier hin. So. Bäh. Weg. So,
Kopieren ist, glaube ich, gar nicht mehr schlecht. Ich habe nicht mehr so viele Waffen, das ist das Problem. Ich würde ja gerne schrumpfen, aber... Ihr kennt ja das Problem damit, dass wir das nicht dürfen. Ein bisschen sehr heftig hier. Nee, nicht die. Muss ich jetzt ernsthaft sowas nehmen? Ja, ich denke schon. Sonst kriege ich den ja nicht tot. Oh, der hat ja gar nicht mehr viel. Ah, sehr schön. Dann hatte ich den anderen mit den. Ah, okay. Oh, das meinst du jetzt nicht ernst? Nö. Das sehe ich jetzt gar nicht so ein, ne? Hail to the King, baby. So, ja. Leute, das darf doch nicht wahr sein. So, mal eure scheiß Bomben weg. So. Sehe ich nicht ein, dass ihr das macht. Nein, nein, nein. Okay. So, wir müssen nochmal da hoch. Weil... Da gibt es nämlich schmutzelhaftes Health. So. Oh, da oben war eine Pipe und noch drauf. Auch schön. Ich hoffe, dass ich jetzt alle Skills finde. Ich bin jetzt echt unsicher, ob ich die da alle finde. Gut, speichern. So. Das ist noch so ein Gedönse. Ja. Nee, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Hier rein. Mit P-Corp, aber der hat nicht gut Lachen gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass da oben auch wieder was ist. Ja. Hättest du wohl gern. Ne. Das gibt's nicht. So, ist das abgeklungen da oben? Ich denke doch mal. So. Ah, ist da eine Pfütze schon wieder. Bamsen. Gut, Ruhe hier. So, suck my boomstick. Oh, hier sind Raketen, Lies. Die ich auch wahrlich brauchen werde. Und da sind nämlich schon wieder Viecher. Ja, das ist nämlich ein weiteres Secret und die würden einen mich sonst abschießen, die Dinger. Ah, komm, komm, stirb bitte! Warum hast du das überlebt, du Sauratte? Was ist da eben? Ach, Drohnen. Wie sie halt angesprungen ist, ehrlich. Tot. Sehr schön. Gut. Speichern. Terminated. Ja. Terminated. In der Tat. So. Zack. Ist das ein Lichtschalter? Was bist du für ein Schalter nochmal gewesen? Hab ich nicht mehr in Erinnerung. Hier haben wir jetzt alles, ne? Ja, ich glaub ja. Ne, wir haben den Bildschirm noch nicht kaputt gemacht. Das ist ein großes Manko gewesen noch. So, hier können wir mal Bomben auslegen. Die werden sich als nützlich erweisen. Auf alle Fälle. Da geht es nämlich gut Paddy gleich. So. Speichern wir mal. Aber hier. So. Ach, war mir eine Ehre. Big Fat Sprengung hier. So. Tja, das wäre aber sonst umständlich gewesen. Also ging das jetzt einfach. Finde ich auch noch was irgendwie. Das letzte Sieg muss ich noch irgendwie ausfindig machen. Noch keinen Plan, wo das ist, aber vielleicht kriegen wir das noch raus. Das
auch nicht, was der Schalter jetzt auf sich. Achso, der macht das zu. Ne, das ist so Unsinn. Das wollen wir ja nicht so speichern. Ich höre ja auch irgendwo noch so ein blödes Schleimgedönse. Aber wo höre ich das? Ich habe gerade keinen Plan, wo ich das höre. Ich weiß nur, dass ich es höre. Na gut. Ich würde es aber gerne noch töten. Sehr gerne. Gut, wir müssen nach unten. Wie schnell das geht. Und hier ist irgendwo noch ein Schleimgedönsel. Das höre ich. Wo ist das, ey? Bestimmt hier draußen irgendwo. Ja, höchstwahrscheinlich. Blöd, ne? Würde ich gerne noch töten. Aber das wird wohl nichts, weil ich es nicht finden werde. Man hört es halt klar und deutlich, ne? Mist. Ja gut, okay. Rote Schlüssel war da hinten. Das macht mich nervös, das Vieh. Ich würde das so gerne noch töten. Ich glaube, da drin war ein Kraken. So. Ach ja, und mit meinem neuen Gehäuse, ich habe ja auch ein neues Gehäuse und jetzt mal einen anständigen Lüfter, Kühler besser gesagt, einen anständigen CPU-Kühler statt einen Boxkühler habe ich jetzt in den Nocturne HD14, wie schon angesprochen. Und ja, damit ist der Rechner jetzt auch nicht mehr so laut. Das war ja echt schlimm bei dem alten. Ich finde das auch lustig, dass wie das Auto hier von unten aussieht, ne? Das gab's schon mal als Tür oder so. Ja, damit man das Alter des Spiels doch... Oh! Ah! Lass mich in Ruhe. Du auch. So. Das weiß ich nur leider nicht, wo ich das letzte Secret jetzt verpasst habe. Eventuell muss ich da ohne Aufnahme kurz nachgucken. Denn ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeitnah auffinde, was ich jetzt hier vergessen habe. Auf jeden Fall muss ich nochmal diese Munition da oben mitnehmen. So. Das geht ja mal gar nicht, wenn die da verbleibt. Ja. Na, nicht ganz voll, schade. Oh, da hinten ist noch so ein Ding. Den kann ich auch mitnehmen. Den. Wir haben ja alles tot. Ach, bis auf euch. Habe ich euch endlich gefunden. So. Ist irgendwo noch so ein doofes... Warte. Hat er nicht hier noch irgendwas? Jetzt leider ziemlich unsicher. Jetzt. Ich glaube, da muss ich alleine mich zurückerinnern, wo das war. Ich habe es, glaube ich, vergessen. Ah, ich habe das leider nicht mehr so im Kopf. Ich habe das geahnt, dass mir das passieren wird, dass ich das nicht mehr rauskriege. Shit, naja. Ja, verdammt. Na gut, ist wohl so. Dann gucke ich mir eben kurz alleine. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Und ja, ich hab's wieder gefunden. Ich hatte da oben was vergessen. Und das auch noch Munition für meine heißgeliebte Shotgun. So. Hier ist nämlich noch schöne Devastator-Munition drin. Und nun ist er voll, ne? Voll cool. Oh! Und da ist noch so ein Ding. Ja, und wie krieg ich jetzt tot? Willst du mich nicht essen? Anscheinend nicht. Der hat keinen Hunger mehr. Und das noch mehr Shotgun-Munition. Sehr schön. Speichern wir das Ganze mal. Die hat nicht mehr so viel drin. Die ist voll. Ja, gut. Das ist aber Endgegner-ready. Und wir werden auf alle Fälle auf diese Waffe switchen hier. Denn wir wollen den natürlich mit der Waffe knallen.
So, bei dem Endgegner gibt es auch eine schöne Sache, die uns mit Munition versorgen wird nachher. Gut, ja, wir müssen hier wohl runterspringen. Aber da hilft ja bekanntlich das Jetpack, um den Stoß aufzufangen. So, speichern, dann haben wir das geschafft. So. Ach ja. Ja, dann sind wir mit Freeway durch. Ja. War recht anspruchsvoll, aber das... Es ging ja eigentlich, ne? Das Hauptproblem war eigentlich der Anfang, weil man dummerweise genau in der Mitte dieses Freeways, sag ich mal, reinkommt und dann bist du von beiden Seiten natürlich beschossen. Das ist natürlich echt ungünstig, genau auf der Straßenmitte aufzukreuzen. Ja, und natürlich auch mal diese Pickups und so ein Gedöns und Drohnen, ja. Ja, egal. Wir haben es jetzt geschafft. Das Spiel läuft super flüssig, das macht mich total mega glücklich. Das ist cool, dass wir jetzt endlich anständig schießen können. Leider ein bisschen spät, aber naja. Jetzt haben wir ja nur noch eine Episode gleich. Aber die nächste Episode hat auch vieles Zeug und so weiter und da wird uns das jetzt zugutekommen, dass der PC Gas gibt. Die wird sicherlich mir viel mehr ziehen als schon Episode 1 bis 3. Also da wird es sich auf alle Fälle sehr, sehr lohnen. Davon kann man ausgehen, weil gerade da ist wirklich viel, viel Zeug und echt, ja, da wird es sich lohnen. Das wird mich die meiste Leistung ziehen. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal mit dem Level Stadium wieder, dem Endgegner-Level. Bis dann, bye bye.